wunderschönen guten Abend, guten Tag oder was auch immer. Prost. Guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem Piloten, wie man das ja so schön nennt, eines Podcasts, eines Videopodcasts, der auch noch keinen Namen hat. Ja, der soll regelmäßig erfolgen. Wie oft, wissen wir leider noch nicht. Wir wissen eigentlich noch gar nichts. Deswegen ein Piloten. Wir wissen nur, dass wir erstens hier über dies und das sprechen wollen, über die Ereignisse, die uns so bewegen. Du hast hier übrigens einen Punkt im Bart. Wahrscheinlich ist das Bierschaum. Wir reden natürlich, nein, natürlich nicht, aber wir reden über Bier, weil... Ja, wir sind hier Freunde des Gerstensaftes. Ich muss berichten, er. Also ich, ja. Bin hier wohl Privathaushalt in einer eigenen Zapfanlage, wie man ganz schwer sehen kann. Ich gebe mal kurz mal ein bisschen Stoff. Sehr beeindruckend. Ja. Also auch für mich, sagt man jetzt. Aber ich werde mir vielleicht mal eine... Schorle, nee, ein du meinst Alsterwasser. Ein Diesel oder ein Diesel werden wir hier mal, genau. Können wir dann irgendwann mal tun, genau. Es wird also ein Biertest geben. Wir werden über die Ereignisse sprechen, die uns so bewegen. Wir werden CD besprechen, Buchtipps, Kinotipps, vielleicht auch fernsehmäßig, was da los ist. Genau. Und uns über Gossip-Themen unterhalten, wie uns gerade so einfällt. Genau. Ob das irgendjemand gefällt, ist uns. Eigentlich völlig wurscht. Ist uns völlig wurscht. Ob überhaupt jemand guckt. Ist uns auch völlig egal. Ja. Wenn es natürlich 2 Millionen Leute gucken, ist es schön. Dann machen wir noch ein bisschen Werbung und verdienen vielleicht nochmal 1-2 Mark damit. Genau, und dann sieht man uns vielleicht ja auch damit auf Oberhavel TV oder... Unseren eigenen Sender. Genau. Man weiß ja nie. Ja, genau. Auf jeden Fall, wer Ideen hat, was man denn so machen könnte, worüber man reden könnte, wie das ganze, der ganze Scheiß hier heißen kann... Ja. Der kann sich gerne an uns melden. Wir werden bestimmt auch mal im Sommer mal draußen filmen. Wir werden mal so spontane kleine Filmchen mit einstreuen, so Produkttestermäßig. Vielleicht haben wir dann, wenn wir das technisch hinkriegen. Werden wir, ja, ich denke schon. Da gehe ich schon von aus, weil wir haben ein gutes Videoschnittprogramm, mit was wir das schon machen könnten. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und damit... Verabschieden wir uns erstmal für heute, würde ich mal sagen, oder? Das war sehr inhaltsreich. Und so wird das auch bleiben, genau. Glaube ich. So spontan und einfach kein Plan. So soll es sein. Und weil wir jetzt noch nichts zum Schneiden haben und eigentlich überhaupt noch nichts haben, gehe ich jetzt einfach mal auf dem Bild, um dieses Video zu stoppen. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Was hast du eigentlich für ein Bier heute? Das ist Radeberger vom Fass. Das ist ja langweilig. Ja, aber Radeberger vom Fass. Aber wir da machen wir hier so einen Piloten reden. Wir machen hier Bier der Woche und er macht Radeberger vom Fass. Aber wir können was Schönes zu dem Glas sagen. Das ist ein nicht ganz so alltägliches Glas. Wir haben hier ein schönes Glas von der Brauerei Mythos. Gib's mal, zeig mal ein bisschen. Ja, ich halte es mal in die Kamera, vielleicht kann man es ja sehen. Mythos ist direkt aus Griechenland in meine Gefilde gekommen. Wie kommt denn ein Bier aus Griechenland direkt in deine Gefilde? Über den Umweg eines Koffers. Wie gesagt, in Griechenland erworben und sozusagen mitgebracht. Wir werden bestimmt noch einige andere Biergläser kennenlernen aus meiner kleinen Sammlung. Aber im nächsten Fall von den Bieren vom Fass wird es Radeberger sein. Vielleicht haben wir auch spontan andere Biere, Flaschenbiere, die wir denn probieren könnten. Du? Oder wir, vielleicht gebe ich dir einmal einen Schluck ab, einfach mal zum Testen. Ich werde es jedes Mal eklig finden, das kann ich schon mal sagen. Ich werde dann mir hier eine Cola hinstellen oder einen schönen Saft oder vielleicht auch mal einen Diesel, wer weiß. Mal gucken. Ja, mehr habe ich eigentlich zu sagen und dementsprechend verabschieden wir uns noch einmal. Habe ich schon ein glückliches neues Jahr gewünscht? Nein, noch nicht. Wie bist du eigentlich ins neue Jahr gerutscht? Ganz entspannt, ja, eigentlich nicht zu sagen. Wir haben nicht gefeiert. Wie ganz entspannt? Mit Familie? Oder? Ja, natürlich mit Familie. Wieso mit Familie? Natürlich, das wissen doch die Leute nicht. Ach so, ja. Ja, wir sind ja, wie gesagt, in meinem kleinen Eigenheim, in meinem Haus, wo auch meine Frau lebt und mein Kind. Das war jetzt leider nicht da. Aber wir haben genüsslich zu viert mit noch einem Kumpel zusammen ins neue Jahr gefeiert. Wie habt ihr denn die 12-Uhr-Marke zelebriert? Na, ganz klassisch. Wir haben aufs ZDF geschaltet. Ach, wir auch. Ganz klassisch. Und runterziehen lassen. Angestoßen. Habt ihr euch auch über diese ZDF-Show so aufgeregt den ganzen Abend? Wie nee, weil wir sie ja nicht anhatten. Ach so. Wir haben sonst den ganzen Abend Kniffel gespielt und Jenga gespielt und haben nebenbei Dreisat geguckt. Dreisat, Konzerte. Genau. Hatten wir auch überlegt, aber
Wir haben dann doch das ZDF-Programm geguckt und haben uns dann den ganzen Abend darüber aufgeregt, wie scheiße das doch war. Wir waren in Wismar, also ich war in Wismar mit Freunden und ja, haben dann auch um 12 Uhr mit dem ZDF angestoßen und ich überlege gerade, wir haben auch was gespielt, aber was haben wir denn gespielt? Monopoly. Ja, das ich glaube, ich krieg dir dann gleich noch einen Rüffel, weil wir irgendwas haben. Ich habe irgendwas gespielt. Gut. Ja. So wird das laufen. So labern wir rum und hoffen was auch immer. Ja, genau. Auf Wiedersehen. Tschüss.